Es wird immer beliebter. Es sorgt für spektakuläre Bilder im Internet und es ermöglicht Campingmuffeln und Großstadthipstern in die Natur zu kommen und sich auch noch wohlzufühlen. Aber was ist eigentlich dieses Glamping und was sind Glamping Domes? Das zeigen wir euch in diesem Video und dazu die verrücktesten und aufregendsten Glamping Dome Projekte aus der ganzen Welt. Glamping ist ein Kunstwort und setzt sich zusammen aus dem Wort glamorous plus Camping ist gleich Glamping, also so viel wie luxuriöses Campen. Das Ganze findet meistens in Zelten oder Hütten an außergewöhnlichen Orten statt. So ermöglicht Glamping die unmittelbare Nähe in die Natur wie beim Camping, gleichzeitig ohne auf den Komfort eines guten Hotels verzichten zu müssen. Glamping wird oft verbunden mit Natur, Abenteuer und Abgeschiedenheit. Häufig sind luxuriöse Mietunterkünfte auf außergewöhnliche Art und Weise in die lokale Natur eingebettet. Einigen Reiseanbietern zufolge ist Glamping der am stärksten wachsende Sektor in der Tourismusbranche. Zu einem spektakulären Konzept in einer atemberaubenden Umgebung braucht es natürlich auch ein einzigartiges Konstrukt. Daher sind geodätische Domes sehr beliebt im Glamping-Bereich und auf der ganzen Welt zu finden. Aufgrund seiner runden Form bietet der Dome eine ideale Thermik. Durch die dreieckigen Fenster blicken die Besucher aus dem warmen Dome direkt in die Natur. Domes werden daher besonders in kalten Regionen für das Glamping eingesetzt, so wie hier am McCarrow Mountain in New Zealand oder hier in Kanada. Die Domes wirken in diesen eisigen Gebieten wie futuristische Erscheinungen aus einer anderen Zeit. Und genau das setzt den Reiz bei den Besuchern. Diese außergewöhnliche Form steht für das Unbekannte, für Expedition, Ungewissheit und Abenteuer. In unmittelbarer Natur, eingebettet in die Gegebenheiten der Region, an den unwirklichsten Orten rund um den Globus, wie hier im Dschungel von Costa Rica oder hier am Gorongoro-Krater in Tansania. Glamping bringt auf der einen Seite den Luxus in die Natur, versucht sich dabei aber auch immer dezent an das Landschaftsbild anzupassen. Und dafür sind geodätische Domes natürlich perfekt geeignet. Durch die großen Fenster geben sie den Besuchern das Gefühl, mit einem Fuß schon draußen in der Natur zu stehen. Ihre runde Form inspiriert, ohne sich aufzudrängen. Der Trend ist eindeutig. Glamping wächst und geodätische Domes werden immer beliebter. Ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft noch viel mehr Domes an außergewöhnlichen Orten bestaunen und bereisen dürfen. Habt ihr euch schon entschieden, in welchen dieser Glamping-Domes ihr euren nächsten Urlaub plant oder braucht ihr diesen ganzen Luxus gar nicht? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare und wir kommen ins Gespräch. Wenn ihr jetzt schon mehr über geodätische Domes erfahren wollt, schaut gerne auf unseren anderen Kanälen vorbei, wie auf Instagram, Facebook oder auf unserer Homepage. Alle Links dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ansonsten verabschieden wir uns heute von euch, wünschen euch nur das Beste und eins noch, verliert eure Vision nicht aus den Augen.